Liebe Freunde der Südwestdeutschen Philharmonie, ich bin Iris Lagrange, die Fagottistin und Kontrafagottistin von der Philharmonie. Ich wollte euch, wie ich im Südkorea-Artikel versprochen habe, heute mal das Kontrafagott zeigen und zeigen, was wir sonst noch alles so zu Hause zu tun haben. Dieser Koffer, der steht normalerweise gar nie bei mir zu Hause. Im Gegensatz zu unserer Fagotte, die man in 4 Teile auseinanderbauen kann, kann man Kontrafagott nicht auseinanderbauen und es bleibt also am Stück und deswegen ist dieser Koffer so unhandlich groß. Außerdem wiegt er über 20 Kilo, also ich kann den eigentlich alleine fast nicht tragen. So wie die Instrumente jetzt dastehen, fehlt noch was ganz Entscheidendes, nämlich das Fagottrohr. Das muss hier vorne auf den S-Bogen drauf und die bauen wir selber. Das ist mein Rohrbautisch und an dem baue ich eben Mundstücke. Zum Fagottrohrbau kaufen wir Holz in Südfrankreich. Und das sind solche Hölzer. Das sind eine Schilfrohrart, die eigentlich dreijährig ist, aber wir benutzen nur das zweijährige wintergeschlagene Holz. Das spalten wir in 4 solche Stücke. Das muss dann zuerst innen gehobelt werden, sodass es so dünn ist. Dann sortieren wir das nach Qualität. Also sowieso, es darf nicht krumm sein, es darf nicht uneben sein, es muss gleichmäßig sein. Dann wird es außen gehobelt. Das ist diese Sache. Das außengehobelte Holz muss man dann einweichen. Und wenn es lang genug eingeweicht ist, dann kann man das an die Fassonschneider in die richtige Fasson bringen. Da gibt es unterschiedliche Breiten, unterschiedliche Formen. Je nachdem, ob man Solofagottist ist oder zweiter Fagottist, nimmt man da eine breitere oder schmälere Fasson. Das ist so ein bisschen Werkzeug, das ich da alles benötige. Dann bindet man sie zu einer Puppe auf. Also hier sehen Sie eine aufgebundene Puppe. Die lässt man dann erstmal auf dem Dorn eine Weile trocknen. Wir alle haben ziemlich viele Puppen als Vorrat zu Hause. In der Form, wenn es eine Puppe ist, dann beginnt eigentlich die Hauptarbeit. Es ist noch nicht aufgeschnitten. Das muss ich dann ganz genau in der richtigen Länge aufschneiden. Also da hat jeder so seine eigene Spezialität, wie viel Millimeter er will. Also ich mache meine Rohre erstmal 28 mm lang. Und dann sind sie vorne offen. Weiter geht's dann mit der Hobelmaschine. Also da habe ich das Rohr jetzt drauf eingespannt und spitze das jetzt mit dem Hobel an. Dadurch werden dann alle Rohre erstmal genau gleich. Da ist eine Fasson drauf, die habe ich mal nach einem eigenen Rohr machen lassen und deswegen sind dann erstmal alle Rohre gleich. Das könnte man auch mit dem Messer machen, diese Arbeit, aber ich habe glücklicherweise eine Hobelmaschine. So, jetzt habe ich dieses Rohr angespitzt und jetzt blase ich zum allerersten Mal da rein. Und jetzt kommt erst der erste Moment, wo ich denke, oh, das könnte ein gutes Rohr werden oder nein, die ganze Arbeit war umsonst. Sie hören, das ist noch ein großer Weg. Jetzt mache ich da alles Mögliche dran. Ich ziehe die Zwingen an, ich spiele es ein und arbeite da noch viele, viele Stunden dran. Und ja, nach vielen Stunden wird es dann hoffentlich ein viel besseres Rohr. Und genau die gleiche Arbeit muss ich dann nochmal fürs Kontrafagott machen. So, jetzt wissen Sie, was wir alles so nebenher noch zu tun haben. Bis bald. Ach, übrigens, ich habe noch ein Video aufgenommen, wo ihr das Kontrafagott hört. Also mit meinem Mann zusammen. Aber wie das so ist mit Videos, die Aufnahmequalität entspricht nicht dem Live-Erlebnis und wenn Sie es aber besser hören wollen, dann
Stellen Sie doch einfach Ihr Gerät an Ihre Stereoanlage, also verbinden Sie die, dann ist der Klang etwas besser. Vielen Dank.